Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Servus, heute ist Montag, der 20. Juni 2023 und wir haben draußen um die 30 Grad, auch hier bei uns im Wintergarten, und deswegen verzichte ich heute wirklich auf ein warmes Essen. Und wie es sich für die Jahreszeit gehört, bei warmen Temperaturen, machen wir uns jetzt einen schönen bayerischen Wurstsalat. Und ich zeige euch, wie ich den mache. Es gibt sicherlich 10 bis 20 verschiedene Varianten. Jeder, wie er das mag. Ich zeige euch einfach, wie ich meinen Wurstsalat mache. Dazu seht ihr, was wir dazu brauchen. Wir brauchen eine Zwiebel. Ich nehme hier eine rote. Dann haben wir hier einen kompletten Ringlione oder Liona, und wir brauchen halt eine Schüssel dazu, Salz, Pfeffer, Essig, Öl, und das war's dann eigentlich schon. Ich habe jetzt da unten im Rohr auch noch drei so Brezenstangen, die ich aufbacke, die es dann als Beilage dazu gibt. Mehr braucht es gar nicht, und deswegen fangen wir jetzt einfach an. Jetzt kann man natürlich überlegen, wer war zuerst, Henne oder Ei. Ich fange mit dem Ei, sprich mit der Zwiebel hier an. Und ja, die rote Zwiebel zu schneiden ist jetzt die ist ziemlich zerbrechlich und aber sie gibt halt eine schöne Farbe dazu, und deswegen nehme ich hier eine rote Zwiebel dazu, zu dem Wurstsalat. Und dann machen wir den klassischen Steffen Hensler Schnitt. Das heißt, wir halbieren die Zwiebel und wir schneiden dann diese Streifen runter, die Hälfte. Das ist das Problem bei dieser rohen Zwiebel, dass sie dann am Ende immer wegrutscht. Messer noch so scharf ist, ist es nicht einfach. So, da haben wir schon mal die Zwiebel. Frisch vom Metzger. Ziehen wir hier die Haut ab. Einfach hier ohne großes Getöns in Scheiben.
gibt natürlich Künstler, die nehmen jetzt irgendwelche besonderen Messer, um das dann in schmale Streifen zu schneiden. Oder auch, damit die gleichmäßig dick werden, kann ich natürlich auch so einen Rettichhobel oder Gurkenhobel nehmen. Aber das dauert mir alles zu lang. Und deswegen schneide ich das jetzt einfach mit dem Messer. Da es sich hier um eines der Lieblingsessen meiner Frau handelt, kann ich davon nie zu viel machen. Selbst wenn jetzt wieder was übrig bleibt, ist es bis zum Abend dann trotzdem weg oder spätestens dann am nächsten Tag. Kann man sagen, was man will, zu einer guten Metzgerwurst wie die hier, auch wenn sie vom Edeka ist. Aber der Edeka kauft von einem Großmetzger in Neustadt sein komplettes Fleisch und Wurst, und das ist einwandfrei. Selbst so mancher Metzger, schätze ich, kauft sich die Wurst ab. Aber das, was die Metzger heute so in der Auslage haben, an Auswahl, kann ich mir nicht vorstellen, dass die diese ganzen Sorten alle selber machen. Jetzt gerade noch das Körnkoch. So. Und jetzt machen wir unser Soße dazu. Ich nehme jetzt erstmal Olivenöl, weil es halt sehr bekömmlich ist, das Öl. Und dann Salz. Einen schönen Bianco-Essig. Der hat nämlich eine leichte Süße. Es gibt Leute, die verwenden dann statt so einen süßen Essig halt dann zum Beispiel einen Weißwurst-Senf. Geht auch. Und was man auch hier
hier machen, ist, wir geben noch etwas Gurkenwasser rein. Und nachdem das sowieso der Rest ist hier, nicht. Dann brauchen wir einen kleinen Löffel und dann sind wir eigentlich schon fertig. Unsere Brezenstangen, schaut her, sind die nicht schön. Ja, und dann richte ich jetzt nur noch. So, jetzt sagt unser Hund, er möchte eigentlich auch einen Wurstsalat. Aber leider bleibt ihm, wie wir in Bayern sagen, das Maul sauber. Er wird nicht verhungern. Und ich frage euch heute auch wieder, ist das nicht schön? Und auch heute wieder unser Einzelbild. Das sieht doch lecker aus.